Schönen guten Abend zusammen, euer Serge Menga. Kurz zuhören. In Frankfurt am Main sind Betäubungsmitteldelikte um mehr als ein Viertel angestiegen. Das ist die bittere Bilanz der Kriminalitätsstatistik der Frankfurter Polizei. Und besonders brisant dabei, für den Großteil der schweren Straftaten sind Tatverdächtige ohne deutschen Pass verantwortlich. Frankfurt am Main, Bahnhofsviertel, Hotspot der Kriminalität. Polizeieinsätze und Razzien sind hier alltäglich, allerdings ohne Erfolg. Die Zahlen steigen und sind alarmierend. Besonders brisant, fast 60% der Straftaten werden von Ausländern begangen. Schaut man auf die Delikte, sind auch hier die Zahlen eindeutig. 54% der Morde gehen auf ihr Konto. In 83% der Fälle waren Zuwanderer für Zwangsprostitution verantwortlich und in 93% der Fälle für Taschendiebstähle. Auch in Bayern begehen Menschen ohne deutschen Pass fast 40% der Straftaten. Wir sehen ganz offensichtlich, dass. Okay. Unvoreingenommen. Wenn ich jetzt deutscher Staatsbürger bin und Pech habe, in Frankfurt zu leben, wo all dieses stattfindet, nähe Bahnhofsviertel, was macht denn dieser Bericht von Weltnachrichten vor 3 Tagen mit mir? Link folgt. Wie würde ein gemäßigter Deutscher auf solch eine Aussage reagieren, auf solch eine Nachricht? Das ist echt harter Tobak, Leute. Und die Zahlen, die sie nennen, sind schockierend. Und man sagt ganz klar, die Polizei ist machtlos. Was macht es mit den Polizisten, die dieses Katz-und-Maus-Spiel in Frankfurt mitmachen müssen? Und jetzt kommt, was momentan in Deutschland passiert. Wenn einige Bürger der Meinung sind, wir haben die Schnauze voll und die melden eine Demo an, und diese Demo geben wir den Namen, wir haben die Schnauze voll, Frankfurt, steh auf. Okay? So wird es bei der Polizei angemeldet. Wir haben die Schnauze voll, Frankfurt, steh auf. Und die machen dafür Werbung bei Instagram, Facebook und gemäßigte Menschen, keine Braune, keine Neonazis, whatever, keine Gruppierung, die irgendeiner Partei angehören oder was auch immer. Gemäßigte Menschen, Väter, Mütter, Onkel, Tanten, Brüder und Schwestern, die sagen, wir haben die Schnauze voll, wir möchten Flagge zeigen. Wisst ihr, was dann in Deutschland passiert? Ich wette mit euch, da gehen sofort irgendwelche Linke hin oder welche Organisationen hin, die die Welt nur bunt sehen wollen. Wir lieben uns doch alle, wir sind alle Brüder und Schwestern, Peace, Love and Harmony. Und die melden eine Gegendemo an. Und diese Gegendemo, ich wette meinen schwarzen Arsch darauf. Entschuldigt für die Aussage, es regt mich auf, aber ich versuche ruhig zu bleiben. Ich wette meinen schwarzen Punkt, Punkt, Punkt darauf, dass eine Gegendemo angemeldet wird und die heißt gegen rechts. Wollen wir wetten? Was wollen wir denn eigentlich in Deutschland jetzt? Was wollen die? Was wollen die Medien, wenn die sowas senden, was ja gut ist, ist ja der Wahrheit entsprechend. Was erwartet ihr denn, was es mit dem Bürger in diesem Land tut? Dann wundert ihr euch, dass viele nach rechts rücken. Rechts nicht gleich rassistisch. Rechts nicht gleich Neonazi oder Antisemit. Die rücken ein bisschen konservativ. Die werden konservativ in ihren Äußerungen, weil die das doch miterleben. Und dann wollen sie einen guten Bürger da sein, sagen, nein, wir müssen Flagge zeigen, so geht es nicht weiter. Die Polizei und die Politik schaffen es nicht alleine. Wir gehen auf die Straße, denn wir möchten nicht, dass unsere Kinder mit solch einer Kriminalität
konfrontiert werden. Das ist, was momentan in Deutschland passiert. Wir müssen uns entscheiden. Was wollen wir denn jetzt? Wollen wir in Deutschland alles Menschen rumlaufen haben, die komplett blind sind, taub sind und nicht sprechen? Denen alles scheißegal wird, weil die sagen, ey, egal was ich tue, wenn ich den Mund aufmache, werde ich direkt in einer rechten Ecke geschoben, ja, in der ich gar nicht gehöre. Oder in einer linken Ecke, wie auch immer. Was macht es mit den Menschen, wenn die solche Berichte im Fernsehen sehen? Ihr seid gefragt. Bitte gemäßigte, faire Antworten. Aber ich kann euch sagen, was es mit mir tut. Es geht mir tierisch auf den Senkel. Und ich ärgere mich echt schwarz über solche Themen. Warum? Es werden ja nicht nur Hellhäutige aus in irgendwelchen Ländern oder sonst wie bei all dem mittun. Es werden auch einige Dunkelhäutige dabei sein, Afrikaner. Und die machen mir und dem gemäßigten Afrikaner in diesem Leben, in dieser Welt, in diesem Land genannt Deutschland, das Leben verdammt schwer. Und die machen uns schwieriger, echten Rassismus zu bekämpfen, Vorurteile zu bekämpfen. Und das Miteinander wird dadurch schwieriger. Und deshalb geht es mir so tierisch auf den Sack. Eure Meinung. Danke.